Ja, moin, ich bin's wieder, Thorsten, und ich habe heute mal wieder so einen kleinen Quick-Tipp für euch, und zwar auch wieder mit Affinity Photo, wie man ein Bild sehr schnell freistellt und Bokeh-Lichter erzeugt. Und zwar sowas wie hier jetzt zum Beispiel. Ja, dann starten wir mal. Ich habe hier dieses Bild und starte das jetzt mit Affinity Photo. Ja, jetzt habe ich dieses Foto hier in Affinity geladen und das als erstes machen wir mit Command und J oder Steuerung und J eine Kopie unserer Hintergrundebene und können jetzt praktisch mit diesem Effekt schon anfangen. Und zwar gehen wir hier auf Filter. Dann Unschärfe und hier Lichter vergrößern. Das klicken wir einmal an. Dann bekommen wir hier schon diese Bouquet-Lichter. Jetzt ist natürlich auch unsere Blüte weg, die wir hier haben möchten. Aber hier sieht man schon mal bei 62%, was da praktisch für Bouquet-Lichter zum Vorschein kommen. Gehen wir hier. 81%, also das sieht schon sehr gut aus. Dann hier auf Anwenden. Jetzt möchte ich das noch ein bisschen softer haben. Gehe hier wieder auf Filter, nochmal auf Unschärfe und dann auf Gaußsche Unschärfe und will hier praktisch die Kreise noch so ein bisschen unschärfer haben oder schärfer. Ich gehe mal hier so ja, auf 0,8 Pixel, auch auf Anwenden. Dann wird das hier auf unsere Kopie, Hintergrundkopie angewendet und hier erstellen wir jetzt eine neue Ebene. Dann gehen wir auf das Pfeilzeichen hier und markieren unsere Maske und gehen jetzt hier auf Pinselwerkzeug, Vordergrundfarbe schwarz. Ich habe mal hier eine Deckkraft von 95%, Fluss 82 und die Härte 0. Und wenn wir jetzt hier drüber gehen, sieht man ja schon, dass die Pflanze wieder zum Vorschein kommt oder die Blüte. Und dann malen wir uns praktisch die wieder frei. Und das werden wirklich nur unsere Pflanze haben, die wir zeigen möchten. Hier mit dem Pinsel ein bisschen kleiner. STRG Alt, linke Maustaste und dann nach links oder rechts kann man ja praktisch hier die Größe des Pinsels anpassen. Ich gehe mal nach links, dann wird es kleiner und male jetzt hier mal den Stängel auch wieder mit ein. Ja, das war es im Prinzip schon. Jetzt haben wir hier wunderschöne Bouquet-Lichter erzeugt, die Blüte freigestellt und können jetzt natürlich hier weiterarbeiten. Was ich ganz gerne noch mache, ist, dass ich alle Ebenen jetzt zusammenlege mit STRG, mit Command, Alt, Shift und E. Und bei Windows ist es STRG, Alt, Shift und E wird praktisch alles, was wir hier vorher gemacht haben, auf eine neue Ebene zusammengelegt. Und wir können jetzt hier Plugins, Neat Collection, Analog FX benutze ich auch ganz, ganz, ganz gerne. Einen schönen Farbfilter drüber legen, um das Ganze noch ein bisschen interessanter zu gestalten. Aber das könnt ihr natürlich für euch individuell nochmal ausprobieren, was euch da gefällt. Aber so bekommen wir innerhalb kürzester Zeit. Ich nehme mal hier Klassik Kamera 8, da gefällt mir immer ganz gut. Bekommen wir hier mal eine ganz andere Bildwirkung. Wie gesagt, die Bouquet-Lichter kommen hier sehr schön zum Vorschein. Was ich hier immer noch mache, Dirt and Garbage, hier, das nehme ich immer raus. Das sind so Schmutz und Flecken, die hier noch mit eingearbeitet werden von dem Filter aus. Das möchte ich natürlich nicht. Die hier auf Anwenden. Ja, dann wird praktisch dieser Color Lookup
in mein Bild integriert und dann sind wir schon fertig. Das Ganze speichern wir dann ab. Ja, und schon habt ihr innerhalb kürzester Zeit euer eigenes Bild mit einem schönen Bokeh-Effekt erzeugt. Ja, das war es eigentlich schon. Danke.